Okay. Was ich gerne machen würde, weiß ich nicht. Ich glaube, da müsste ich dann jeweils eins das, eins das, eins hoch. Es würde das Ganze ein bisschen. Boah, Alter, ich hab schon. Wir haben jetzt eine Lücke von. Genau. Also, ich würde gerne das ganze Ding noch, doch noch mal eins höher setzen, damit wir quasi diese Kante dann nicht auf Augenhöhe haben, sondern dass der fliegende Berg eins höher ist. Das macht das Ganze ein bisschen realistischer, wisst ihr, wie ich meine? Garantiert nicht. Egal. Das heißt, der muss nach da. Kriege ich die hier unten abgebaut überhaupt? Ja, kriege ich abgebaut, sehr schön. Okay, ich hab's geschafft, ich durfte einen einzelnen Stein. Das ist mein Kindheitstraum. Es ist mein Kindheitstraum. Ich wollte mein Leben auf einem einzelnen schwebenden Stein verbringen. Easy. Okay, würde ich einfach mal runterspringen? Ganz ehrlich, einfach mal runterspringen. Oh, wir sind angetroffen. Alles gut, alles gut. So, das heißt, das kommt dahin, das kommt hier hin. Den Stein kriege ich hier nicht mehr abgebaut, ne? Ne, ich glaube. Kann ich machen, was ich möchte. Ne, der ist verloren. Na gut. Immerhin nur ein einziger Stein, der verloren ist. Es geht noch. So. Und die Problematik ist, nämlich die sich jetzt ergibt, ich muss jetzt bei jedem Stein eins breiter werden. Und das habe ich vorhin nicht wirklich bedacht. So. Das Problem ist, ich darf nicht so stehen. Weil wenn ich jetzt hier was hinbaue, falle ich. Deswegen muss ich immer ein bisschen zurückgehen. Boah, da die Wolke gerade. So, und jetzt kann ich mich hier auch hinbauen, ohne runterzufallen. Bauen wir euch hier ganz kurz ab, weil ihr geht gerade bis auf Sack. Oh, komm ich da? Komm nicht mal an. Egal. Ja, da haben wir mehr Glück. So, hier ist das Gleiche. Ich muss also jetzt einen hinbauen. Bam. Und dann jetzt noch einen hinbauen. Bam. Okay, haben wir. Hier ist wieder das Gleiche. Alter, boah. Wenn ich hier irgendwas Falsches setze oder mich ungünstig bewege, ich bin sofort weg. Ich bin einfach weg vom Fenster. Das ist dann auch nicht mehr schön, das ist einfach nur scheiße. Okay, geht's hoch. Und das kann ich hier in Ruhe anbauen. Das war klar. Komm her, danke. Du kommst auch her, danke. So, und jetzt wieder das Gleiche. Dann muss ich auch nochmal wieder eins breiter werden. Sieht das so schön aus? Ja, doch, muss ja. Walduhr. Ihr wüsstet, wie angespannt ich gerade bin, ey, das ist auch nicht mehr normal. Okay. Hier muss es aber, glaube ich, noch mal einer ran. Sieht das gut aus? Ich habe keine Ahnung. Das ist aber so hier, ne? Das wirkt so runter. Alter! Ronny! Mach doch nicht so einen Scheiß hier! Meine Fresse! Alter. Achso, ich so, eigentlich brauche ich das hier gar nicht massiv bauen. Das kann ich ja hier auch hohl bauen. Fällt mir gerade mal so. Ach du Kacke. Ein. Okay, also ein bisschen massiv muss ich doch bauen.
Der kann ja auch nicht weg, der kann auch nicht weg, der kann wieder weg. Der kann wieder weg. Der kann. Weg. Und der muss hier wieder ran. Boom. Was? Hä? Ach, der hier war unten falsch. Genau. Hier hätte er hin muss. Genau, so macht das Ganze Sinn. So, und der Stein, den müsst ihr doch auch entfernen können. Den hier auch. So können wir noch mal ein bisschen Gestein sparen. So, und der muss aber bleiben, richtig? Genau. Der muss bleiben. So, perfekt. Halleluja! So, können wir jetzt noch mal ein bisschen Stein sparen. Easy. So, und hier muss jetzt noch eine Steinreihe müssen wir jetzt noch aufbauen. Genau, eine Steinreihe muss noch auf. Und zwar. Wow! Warum habe ich mich gerade bewegt? Ich möchte mich nicht bewegen. So, da kommt jetzt das Ding. Hä, Moment mal. Doch, richtig, genau. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, so. Hier haben wir auch wieder drei. Dann kommt hier einer. Nochmal einer. Und hier kommen dann wieder drei. Dann kommt hier einer. Nochmal einer. Schon gehen uns die Steine aus. Aber zum Glück haben wir gerade den Übergang geschafft. Heißt, ich könnte jetzt hier direkt wieder reingehen in die Mine. Ist das bescheuert. Ich will sterben. Ups, das war jetzt dumm. Die müssen noch da bleiben. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt auf sowas achte, dann bleiben dadurch extrem wenig Ressourcen noch. Das heißt, ich sollte es doch so machen, dass ich den hier klaue, den hier quasi mich nach unten buddele und dann meine Höhle nochmal untergrabe. Das ist so dumm. Fackeln habe ich keine. Vor allem, ich muss immer bedenken, unter uns. Ah ne, unter uns ist massiv. Unter uns müsste. Da dürfte ja keine Luft sein. Das ist also kein Problem. So, okay, jetzt haben wir wieder genug Steine. Können wir uns also wieder aufmachen, hier schön hinzubauen. Also, so easy. So, jetzt kann das weg, 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 das weg. Easy, perfekt. Jetzt haben wir ein hohles Gebilde, also quasi my fucking life. So, und jetzt kommt da drauf die Erde. Sehr schön. Das heißt, ich hätte das hier eigentlich lassen können, weil das brauchen wir, damit das Gras drüber wächst. Weil der Berg soll ja auch, oder die Insel soll ja auch begrast sein. So, das heißt, der ganze schöne Sand, den wir überall angespart haben, ist jetzt schon wieder gleich wieder Geschichte. Ist ja nicht so schön. Ah,
Aber gut, so ist das Leben. Wie gewonnen, so zerronnen. Ups. So, jetzt muss man kurz überlegen. Also. Die Mitte ist hier. Damit ich jetzt mal Fixierungs- und Anhaltspunkt habe. Das heißt, von der Mitte ausgehend haben wir jetzt hier 5 Blöcke jeweils. Genau. Das heißt auch da 5 Blöcke und dann geht 4 so schräg rüber. Perfekt. Dann haben wir hier nochmal 1 schräg rüber. Nein, das war falsch. Doch, doch war richtig. 1, 2, 3. Ah, nee, es war nicht genug. So. Oder? Genau, war nicht genug. So, und schon ist die Erde leer. Oh Gott, der erste Stack Erde ist weg. Die ganze Erde, die wir so schön gesammelt haben, gleich wieder alles weg. Aber dafür haben wir unsere erste eigene künstliche Insel. Die fliegt. Ja, weißt du, so normale Insel kann jeder bauen, aber wir bauen eine Insel, die fliegt. Ohne fucking Flight-Privileg. Das heißt, wenn hier was fliegt, dann sind wir das. Und zwar im hohen Bogen, ganz tief, mit ganz viel Damage. So, ja doch, das sieht doch gut aus. Genau, es muss da eins ran. Hä? Ist das jetzt richtig? Doch, ist richtig. Genau, es ist da. Da, überall. Gleich. Sorry, ich muss mir das mal ganz kurz von unten angucken. Das so richtig aus? Ja, doch, es sieht richtig aus. Sieht gut aus. Sehr schön. Gutchen. Dann bauen wir jetzt mal hier die Nabelschnur ab. Und haben damit unsere fliegende Insel. Und ja, man spürt hier den Adrenalin. Weil, wenn man hier hängen bleibt, an dieser Kante, weil man muss ja hochspringen. Und wenn man da jetzt hängen bleibt, dann war es das mit dem Leben. Alter, hoffentlich passiert mir das nie im Leben. Das ist so sad. Achso, scheiße. Muss noch da bleiben, damit das Gras drüber wachsen kann. Vielleicht lasse ich auch einfach diese Verbindung da, ganz ehrlich. Komm. Warum ist da unten eigentlich? Warum ist da drunter Erde? Hä? Wow. Das hätte gerade schief gehen können. So, ich würde gerne wissen, warum da Erde ist. So. Okay, und dann wie es. So, und jetzt kann ich mich auch niemand sagen, dass die Erde verbunden ist, weil. Guck mal, da ist eine ganz kleine Kante. Die liegt quasi nicht mal auf, sondern die hängt genau so, dass die quasi, ne? Die ist also nicht direkt verbunden. Nur die Kanten berühren sich. Das ist ein Unterschied. Oh. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob so das Gras rüber wächst. Ob das so ausreicht. Solange bis das Gras rüber wächst, lasse ich das mal so. Easy. Okay. Wir haben noch über 100 Blöcke Erde übrig. Ist ganz gut. Digga, einfach wieder durchatmen, Alter. Das war gerade echt ein bisschen viel von allem. So, die ersten Sachen sind auch schon gewachsen. Sehr schön.
Dann können wir uns also bald einen ersten Salat machen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Das Ding hieß. Was? Klaus? Was für? Hä? What? Warum macht er, wenn ich hierauf klicke? Oh, er löscht dabei die. Das ist natürlich. Wow. Okay. Interessant. Na gut. Gleich mal wieder Bug entdeckt. Und zwar einer, der böse ist. So, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt gucken? Achso, genau. Wegen diesem Rezept. Weil das, was ich dabei hatte, war ja Pilzsuppe. Ofenkartoffel. Konnte man das aus der Kartoffel und der Mohrrübe überhaupt ein Gericht machen? Oder bin ich. Nee, was laber ich? Habe ich gerade verwechselt mit Vanilla Mine Test, wo man. Also mit der Farming Mod, wo man Gurke und Kartoffel zusammen kombinieren konnte. Eben, aber hier im Karotte und Kartoffel kann man gar nicht kombinieren. Da war ich gerade schon wieder vollkommen vom Holzweg. Gut. Das hier dürfte mittlerweile fertig sein. Sehr schön. Gut, und diese fliegende Insel, die werden wir nämlich dafür verwenden, um darauf Würmel zu pflanzen. Primär erstmal. Das heißt, du da rein, du da raus. Und dann würde man sagen, gib ihm. Und zwar pflanzen wir die Bäume so, dass sie hier innerhalb dieser Ecken sind quasi. Ich hoffe mal, das reicht dann von den für die Blätter aus. Perfekt. So. Ah, könnte immer noch ein bisschen eng werden, aber egal. Kann man bitte das Gras rüberwachsen? Das dauert ja ewig. So. Eichensetzling. Was natürlich geil wäre, ist, wenn wir hier Dschungelsetzling hätten. Könnte man so einen riesigen Dschungelbaum pflanzen. Das wäre natürlich geil. Aber einen Dschungelsetzling haben wir leider nicht. Das ist natürlich Bullshit. Das ist echt Bullshit. Na gut, das heißt, wir werden beim nächsten Mal, wenn ich dran denke, nochmal runtergehen in ein Tal, irgendwo Dschungelbiom suchen und uns dann Dschungelsetzlinge holen. Weil, ganz ehrlich, so ein riesiger Mammutbaum hier oben wäre schon geil. Das fehlt irgendwie noch ein bisschen. Und da hinten ist alles nur Apfelbäume oder da hinten irgendwelche Tannen und sowas. Das ist natürlich nicht das, was wir brauchen. Okay, so. Du kannst rein, 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 du kannst rein. Dann haben wir jetzt genau unser Beet, das wächst. Sogar sehr schön. Haben wir noch mal hier zweimal. Nee, Weizensaat haben wir leider keine. Das heißt, ich pflanze dann auf diese beiden neuen Felder, die hier angefallen sind. Dann jeweils nochmal einmal Kartoffeln und einmal Möhre. Gut, ansonsten haben wir soweit alles hier drinnen. Unsere Steinspitzhacke ist leider mittlerweile auch schon ganz schön aufgebraucht. Schade. Unsere Eisenspitzhacke, sorry, pardon. Von der Größe her reicht es. Da könnte es ein bisschen was durchfallen, aber ganz ehrlich, pff, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Das geht doch, komm, komm, das geht. Höchstens vielleicht noch meine Mitte einpflanzen. Ich fühle mich jetzt richtig wie auf so einem Skyland-Server. Macht voll Spaß. Ist voll geil. Digga, wie viele Farben bekommen wir gerade? Ist ja schön.
könnten auch rein theoretisch hier nochmal einpflanzen. Da würden wir zwar ein bisschen an Laub verlieren, aber wir würden mehr bekommen, als wir verlieren. Also easy. Gut, den vielleicht nicht, weil hier ist ja unsere Anlaufstelle. Haben wir quasi genau 8 Bäume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, 8 Bäume. Easy. Das freut sich doch wieder mein Programmiererherz, dass wir genau 8 haben. Weil wenn ich jetzt noch eigentlich hingesetzt hätte, hätten wir ja 9. Ne? Das würde mein armes Herz nicht verkraften. Von daher, easy. So muss das sein. Genau so muss das sein. Es muss nur noch das Gras hier rüberwachsen. Ich hoffe mal, das passiert bald mal. Sonst raste ich aus. Oh, schon wieder der nächste Baum gewachsen. Das gefällt mir. Ich wusste gar nicht, dass die Bäume so schnell wachsen hier. Ist ja schlimm. Aber wir bekommen kaum Äpfel. Wir haben jetzt gerade mindestens 5 Bäume gefällt. Oder mindestens 4, keine Ahnung. Und haben gerade mal einen einzigen Apfel bekommen. Das ist ja wirklich nicht die das Goldene vom Ei. Muss man mal so sagen, wie es ist. Na komm, runter. Arschloch. So. Mittlerweile ist jetzt zweimal Weizen gewachsen. Ist auch ganz schön. Ah, siehst du, jetzt hätten wir sogar diese beiden extra Samen, die wir hier gerade eingepflanzt haben. Egal. So. Weizen ist das Wichtigste. Wobei, ich weiß gar nicht. Nee, eben Weizen war doch gar nicht das, was am... Eben, Brot ist relativ... scheiße. Weil man bekommt von dem Brot kaum Sättigung. Man braucht aber relativ lange, um ein Brot zu machen. Das heißt, uns so aufs Brot zu konzentrieren, ist tatsächlich dumm. Wir sollten uns dann doch mehr auf Karotten und Kartoffeln konzentrieren. Ist auch gesünder. Enthält nicht so viele Ballaststoffe. Tja, mir wäre es nur lieb, wenn ihr endlich mal das Gras überwachsen könnte, damit ich diesen Block wieder entfernen kann. Das geht doch nicht. Alter. Boah, schon wieder 4 Bäume gewachsen. Easy. Achso, ist das natürlich ein bisschen blöd. Obwohl ich jetzt immer wieder gucken muss, wo ich die Bäume pflanzen muss. Einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. Sollte mir das also irgendwie mal ein bisschen markieren oder sowas. Damit ich weiß, wo ich die Bäume hinpflanzen muss immer. Egal. Alles gut. Easy, kein Problem. Oder ich mache es auf einer ganz besonderen Art und Weise. Brauche ich aber noch mehr Erde. Und zwar... du kommst mal nach oben, du kommst nach unten. Ich hole gleich noch ein paar Fackeln. Ich mache mir jetzt noch was. Und zwar folgendes. Ich gehe hier einmal unten rein. Bam. Stell hier eine Fackel, da eine Fackel, da eine Fackel und da eine Fackel auf. Gehe jetzt hier mit der Erde hoch, aber nur bis hier. So. Ich klomme nochmal hier die ganzen Saplings, damit ich jetzt hier nicht verrückt werde. Die ganzen Bäume die ganze Zeit wachsen. Wow. Also unsere Baumfarm funktioniert schon mal echt geil. So, und dann habe ich hier quasi immer so einen Kuhlen drin, ne? Und in die Kuhlen kommen dann die Saplings. Hä, warum ist hier Schatten? Sag mal, warum ist denn da Schatten? Danke. Wo kam der Schatten her? Keine Ahnung. So,
das gleiche jetzt, also hier, 1, 2, 3. Ach ne, hier war ja der Weg von da. 1, 2, 3. Das wird jetzt Bullshit. Egal. So, dann können wir heute mal Feierabend machen. Und ja, ich weiß, wenn ich das so langsam abbaue, geht der Stein verloren, aber er würde jetzt hier sowieso runterfallen. Den will wir eh nicht bekommen, von daher brauche ich hier unsere Spitzhacke nicht bemühen. Das bringt mir nichts. So, und jetzt hier einmal. Bam. Bam. Ist das richtig? Genau. Bam. Bam. So. Und in diese Dinger können wir jetzt die Saplings reinsetzen und wissen dann, wenn der Baum gewachsen ist, immer, wo wir rausnehmen müssen. Oder wo wir ihn wieder hinsetzen müssen. Ist doch geil. Und das Gras ist immer noch nicht drüber gewachsen. Ich kriege gleich eine Krise. Was soll denn der Scheiß? Wisst ihr was? Du kommst weg. Ich mache jetzt Ende für die Aufnahme. Und mache aber hier nochmal, damit es beim nächsten Mal ordentlich weiter wachsen kann. Set dirt with grass. So. Brauchen wir uns darum nicht mehr kümmern. Ach, jetzt muss ich mich verarschen. Ey, komm, leck mich halt. So, Fakt ist, jetzt kann das hier sich ausbreiten. So, wir machen den Feierabend. Und sind damit raus. Hi und tschüss. Gut, dann bis nächste Woche, wobei wir nächste Woche erstmal wieder Creative natürlich spielen. Mal gucken, ob das als jetzt so auswechselt, immer Creative und dann Mindclone oder Creative und dann Mindclone, also quasi 1:1 oder 1:2, je nachdem. Mal gucken. Ja, muss ich schauen. Gucken wir dann mal, wenn es was ist. Auf jeden Fall nächste Woche erstmal wieder Creative Server. Ja, schauen wir drauf.